Es ist eine Welt, die nur Männern gehört. Hier können sie ihre harte Schale fallen lassen, mit jedem Haar, das ihnen genommen wird. Frauen haben keinen Zutritt. Wer das nicht schon vorher wusste, lernt es spätestens draußen vor der Tür. Männer und gar Hunde, egal welchen Geschlecht, sind erlaubt. Damen nicht. Im Barbiershop in Rotterdam muss man also nicht vor den Damen protzen. Ein Haarschnitt für 33 Euro, die Rasur kostet genauso viel. Der Mann kann hier wieder Mann sein, sagen die Gründer. Zwei Freunde, die weltweit von sich reden machen, obwohl sie erst vor 4 Jahren ihren Salon eröffneten. Wir haben unsere Ideen damals auf Bierdeckel geschrieben. Ich habe noch den ganzen Stapel zu Hause. Dann haben wir ausgefiltert, was wir cool finden. Nur harten Rock'n'Roll als Musik, nur Männer frisieren. Und für die auch nur das, was auf dem Poster dort steht. Also rund 8 Haarschnitte. Wenn dir das nicht gefällt, hast du Pech. Da musst du eben irgendwo anders hingehen. Auch die Psyche des Mannes wird beachtet. Er kann einfach auf das Poster deuten. Er spart sich somit das sinnlose Blättern in Hochglanzbroschüren, was Männer angeblich nicht mögen. Wer meint, das sei alles etwas extravagant, wird schnell eines Besseren belehrt. Und sei es nur, weil schon das Wort extravagant Mitbegründer Bertus richtig wütend macht. Das sind klassische Haarschnitte, sagt er und ringt um Worte, das Unerhörte zu widerlegen. Hier geht es um Style. Wir wollen nichts mit Mode zu tun haben. Extravagant ist absolut das total verkehrte Wort. Das musste ja mal gesagt werden. Keine Termine werden hier gemacht. Wer dran kommen will, muss warten, oft stundenlang. Auch Stammkunden werden nicht bevorzugt. Mancher nimmt sogar einen ganzen Tag Urlaub. Nico aus Mannheim hat seine Freundin mit einer Reise überrascht, war gestern schon hier. Doch bis Ladenschluss wäre er nicht mehr rangekommen. Heute hat er mehr Erfolg. Ich bin mit meiner Freundin auf dem Kurzurlaub. Und sie habe ich jetzt einkaufen geschickt und jetzt bin ich hierher gegangen. Ja. Also schon, der Hintergedanke war schon, hierher zu kommen. Der Bart soll ab, sagt Nico, doch Dan, der an ihn werkelt, wird ihm diese Idee beim Haareschneiden wieder ausreden. Dass aus der ganzen Welt Kunden hier hereinschneiden, ist für ihn ganz normal. Sie kommen von überall. Das Ungewöhnlichste war mal ein Typ, der kam aus Chicago. Er ist nur für uns hierher geflogen, hat sich seine Haare schneiden lassen und ist ein wenig rumgelaufen und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Die hauseigene Pomade heißt Rösel, also Schweineschmalz. Ihren Laden haben die Besitzer Schorrem getauft, nach einem alten niederländischen Schimpfwort. Schorrem hat 2 Bedeutungen. Es heißt Drecksäcke, aber es hat auch eine andere Bedeutung. Im Niederländischen ist die Vergangenheit von ich schere ihn, ich habe ihn geschoren. Also, es hat wirklich was mit dem Barbierfach zu tun. Und das beherrschen sie perfekt. Die 14 verschiedenen Arbeitsschritte dauern 40 Minuten. Man muss nur loslassen können, denn wer sich dem hingibt, kann nicht nur entspannen, sondern in dieser Zeit auch prächtig von seiner Frau oder Geliebten träumen. Ja. Wo Mann und Hund sich köstlich amüsieren, verirrt sich dann doch ab und an eine Frau hin. Trotz Warnung kann man das nicht verhindern. Auch wer hier nur Pomade für den Freund kaufen will, hat keine Chance, wird freundlich aber bestimmt abgewiesen, während Nico aus Mannheim den Kampf gegen den Bart verloren hat. Bart kürzer ein bisschen und Haare sind super, rausrasiert, perfekt. Das sei alles keine Kunst, sondern nur Handwerk mit dem Streben nach Perfektion. Ein guter Barbier ist jemand, zu dem du als Kind das erste Mal hingehst und bei dem du immer Kunde bleibst, bis du zu Grabe getragen wirst. Wenn das gelingt, dann bist du ein guter Barbier. Im besten Falle lerne Hänschen schon, was Hans nie vergisst. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, an dem man ganz ungestört einfach nur Mann sein darf.